Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. In der letzten Folge haben wir das Ödsturz-Hügelgrab abgeschlossen. Was liegt denn hier? Ein Zaubertrank der Illusion, das nehmen wir doch gleich mit. Und werden jetzt den Drachenstein, hieß er so, ich glaube schon, zu Pharengard zurückbringen. Erstmal müssen wir uns hier runterarbeiten. Ist hier irgendwer? Oh. Auf jeden Fall müssen wir zurück in die Burg Drachenfeste. Da können wir doch auch schnell reisen. Ups, Markierung entfernen, das war ich, Entschuldigung. Und Drachenfeste auswählen. Ich hatte am Anfang überlegt, die Texte, die hier zwischendurch stehen, vorzulesen. Wartet, ich kenne euch doch. Aber so schnell wie die Ladezeiten hier sind, macht das, glaube ich, wenig Sinn. So. Auf geht's zu Pharengard. Seht ihr? Diese Begriffe stammen... Ah, der Drachenstein vom Ödsturz-Hügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Die Rohlinge, jo, ist klar. Ja, und... Ich bin ja ein Netter. Was ist mit meiner Belohnung? Ja, doch. Nee, doch nicht. Ich bin ein Netter. Ich habe euch den Drachenstein gebracht. Was kommt jetzt? Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturz-Hügelgrab gegangen und habt das geholt? Nicht schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, wenn ihr es entziffert habt. Pharengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Oh. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Ich gehe schon mal vor. Was hat er getan? Hier zum Jarl. Noch nicht. Oh. Wir müssen warten, bis die beiden da unten endlich ankommen. Solange gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Ob hier irgendwelche hochwertigen Bücher liegen. Ja, das beispielsweise. Aber scheinbar bringt es uns nichts. Ihr kommt vom westlichen Wachturm? Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Noch nicht. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Pharengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Das ist schön. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich Pelz am Schienen nur zu gerne sehen. Des geringen Schlossknackens. So, wollen wir mal gucken. Ich kann. Falsche Taste. Ob die denn gut sind? Bekleidung, Pelzarmschienen. Ah, gibt uns wesentlich weniger an Rüstung, deswegen lassen wir das erstmal. Wir treffen uns beim Wachturm, sobald sich die restlichen Männer gesammelt haben. Alles klar, ich laufe schon mal zum Wachturm los. So, werden wir aber auch kurz wieder ein bisschen abkürzen. Denn ich muss... Oh.
Stelle zu Weißloff reisen. Genau das. Aber ich will jetzt noch kurz die Markierung hier entfernen, weil ich die wieder dummerweise, blöderweise gesetzt habe. So, auf jeden Fall laufen wir jetzt mal in Richtung des Wachturms hier vorne. Ich nehme schon mal einen Bogen raus. Ich befürchte nämlich, dass die anderen noch so ein bisschen auf sich warten lassen werden. Da brennt es auf jeden Fall schon ganz gut. Aber ich glaube, wir warten noch so ein bisschen auf die anderen. In der Zeit gucken wir mal, ob wir so ein paar Zutaten finden. Es tut mir auch leid, dass sich das jetzt gerade alles so ein bisschen verzögert. Aber wir müssen ja warten. Da hinten kommen sie. Dann brauchen wir wenigstens nicht mehr lange warten. Lavendel nehmen wir natürlich auch alles mit. Die Zutaten wie gehabt. Und hier haben wir auch noch was. Violette Bergblume. Und hier auch nochmal eine blaue Bergblume. Und nochmal violette Bergblume. Sehr schön. So, jetzt dürften sie aber so langsam hier sein. Oh, laufen die in einem weiten Weg. Gibt's ja gar nicht. Ich dachte, es müsste schnell gehen. Das haben die mir doch alle gerade eben gesagt. Und jetzt brauchen die selber so ewig. So, auf geht's. Los. Bergblume. Aber ihr habt es bestimmt auch eben mitbekommen. Wir können jetzt ein Haus erwerben. In Weißlauf. Das werden wir auch so früh wie möglich machen. Da fehlt uns nur noch ein bisschen Gold zu. Weil... Ein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Das stimmt. Es sieht schlecht weil wir aus, dann dort wir eine Kiste haben und können unsere wertvollen Sachen verstauen. Beziehungsweise auch Schränke und alles. Und sucht nach Überlebenden. Dann können wir da nämlich ein bisschen mehr aufsammeln. So, Lavendel. Ich würde mal behaupten, dass der Drache gleich auftaucht. Nein, zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Ja, ja. Loki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Kann ich hier oben drauf und gucken? Die Nadel rette uns. Er kommt zurück. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist er? Der Sausack. Da ist er. Mir Mulnir, der Drache. Komm. Oh oh. Das ist eine doofe Idee. Hier oben drauf. Jo. Eine sehr doofe Idee. Oh. Er macht so ein bisschen Schaden. Ich gucke mal. Wir können nämlich uns auch heilen. Das werden wir nämlich auch mal auf die... Favoriten legen. F war das genau. Denn ich möchte jetzt hier nicht unbedingt gleich beim ersten Drachen sterben. Und wir nehmen wieder den Langbogen in die Hand. Gucken mal. Ja, genau. Oh, der war daneben. Ha. Landet er hier unten. Da ist er tot. Wir haben es geschafft. Der Drache ist besiegt. Wollen wir doch mal gucken, was hier so Schönes gibt. 8 Stahlpfeile nehmen wir mit, 3 Drachenknochen, die sind nämlich viel wert, wiegen zwar viel und Drachenschuppen auch. Gold, nochmal 2 Eisenpfeile und das hier brauchen wir nicht. Mjolnir, der Drache, er ist besiegt. Wir haben unseren ersten Drachen getötet, aber was passiert jetzt? Oh.
Ja. Alles klar. Drachenseele aufgenommen. Unter Schreie im Magie-Menü kannst du den Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Das machen wir doch mal. Wort der Macht gelernt. Kraft, unerbittliche Macht. Wollen wir doch mal gucken. Schreie, unerbittliche Macht. Y zum Schreien. Und? Fuß! Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Das ist ein Gerücht. Drachenblut, wovon redet ihr? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist, oder? Ich denke, ihr könntet recht haben. Naja, da ich auf einmal so komisch schreien kann und irgendwas auf mich zukam, als der Drache gestorben ist, denke ich mal, ich denke, ihr könntet recht haben. Ja, das glaube ich auch. Ihr könnt jetzt schreien. Das kann nur eins bedeuten. Ihr müsst ein Drachenblut sein. Drachenblut? Du das sagst? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Oh, hier liegt ein Toter, eine Waffe von Weißlauf. Oh, er hat Stahl. Der Jagdbogen ist besser. Den nehmen wir doch dann auf jeden Fall gleich mit. Ah, das Schild brauchen wir nicht. Waffen, dann können wir nämlich den alten Langbogen ablegen, den als Favorit machen und ausrüsten. Ja, ja. So, gibt es hier noch irgendwo tote Wachen? Ja, hier. Die haben nämlich alle Pfeile dabei. Kann ich dann nämlich schön mitnehmen. Okay, wir müssen wieder auf die Burg. Oh. Aber warum können wir nicht direkt zur Drachenfeste? Na gut, müssen wir nach Weißlauf. Auch kein Problem. Müssen halt ein bisschen laufen. Was seid ihr denn hier für welche? Was braucht ihr? Ja, wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwagon. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Warum sucht ihr diese Person? Das geht euch nichts an. Ihr müsst Entschuldigung. Wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Oho. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Okay, tschüss. Sucht uns. Aber habt ihr das gerade im Hintergrund mitgekriegt? Da ist irgendwie ein Blitz eingeschlagen und auf einmal hat irgendwer gerufen, irgendwas. Ich konnte es nicht genau verstehen. Bin mal gespannt, ob wir da welche Informationen noch drüber bekommen. Der Priester ist wieder am Werk, alles klar. Och, die kennen mich alle, das finde ich auch komisch. Ich weiß gar nicht, warum. Weil ich 3 Kopfgeld im Flusswald habe, oder? Warum? Na los, auf geht's. Auf zum Jarl. Hauptsache Irilet. Nee, gut. Das ist gar nicht Irilet. Ihr seid endlich hier. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte. Ich habe den Drachen getötet. Ich finde, das ist eine Belohnung wert. Also da wir uns wirklich schon in ganz, ganz große Gefahr begeben haben mit den Drachen, finde ich, dass es auch wirklich meine Belohnung wert ist. Darüber besteht kein Zweifel. Es Danke. War wahrlich eine Großtat. Ihr habt euch einen Ehrenplatz unter den Helden von Weißlauf verdient. Aber es muss mehr dahinter stecken. Ist vielleicht etwas Merkwürdiges passiert, als der Drache starb? Ich habe so das Gefühl, dass der Jarl Balgruuf weiß. Irgendetwas weiß. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte, oder
Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Ja. Na, ich würde das mit dem Drachenblut mal bevorzugen. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen, oder? Genauso haben mich die Männer genannt. Ich habe einen Teil der Kraft aufgenommen, weil ich kann ja jetzt auf einmal schreien. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was wollen die Graubärte von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch? Das war dieser Donner und der Ruf da. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hrothgar gerufen hat. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tiber Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Hrothgar, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Hrothgar, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Genau. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hrothgar aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Nein. Hrothgar ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hrothgar. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Axt von Weißlauf hinzugefügt. Ich hiermit zum Tarne von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist das uns ist eine gut. Ehre, euch als Tarne unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann. Zurück zur Tagesordnung, Proventus. Okay. Wir haben immer noch eine Stadt. Wir werden aber nicht als nächstes mit den Graubärten sprechen, sondern werden uns auf eine Reise in eine andere Stadt begeben. Dazu gleich mehr. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ich bin ein Tarne? Was soll das heißen? Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tarne ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Was macht ein Huskarl? Ihr seid mein Tarne, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Das ist schön. Aber ihr braucht mir nicht helfen. Bis zum nächsten Mal. Ich mach das Mal. Alleine. Ich möchte nämlich nicht, dass du stirbst. Vielleicht irgendwann mal. Aber nicht jetzt. So. Dann werden wir mal eben... Das war falsch.
manchen Stellen von Weißlauf reisen. Denn wir werden jetzt in eine andere Stadt reisen. Mit der Kutsche, die wir in einer der letzteren Folgen schon mal gesehen haben. Ich möchte eure Kutsche mieten. Ich möchte nämlich gerne nach Rifthorn reisen. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Wieder? Bin ich schon mal mit ihr gefahren? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. So. Wenn ihr noch nie in Rifthorn wart, besucht auf jeden Fall die Schwarzdornbrauerei. Nach ein paar Bechern habt ihr die... Wir möchten nämlich nach Rifthorn reisen, um uns dort einer interessanten Organisation anzuschließen. Dazu aber später mehr. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen. So, wollen wir mal hier rein. Stehen bleiben. Ehe ich euch nach Rifthorn lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Die Besuchssteuer also? Wofür ist denn diese Steuer? Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Aha. Warum fragt ihr? Das ist eindeutig Erpressung. Das ist eindeutig Erpressung, aber ich werde bezahlen, oder? Ihr seid offensichtlich ein Dieb. Ich töte Diebe. Vergesst es. Ich komme zurück. Ich würde einfach mal es mit überreden versuchen, weil ich möchte ungern 100 Goldstücke zahlen und naja, wo eine Wache ist, da sind auch ein paar mehr und die würden mich dann alle töten wollen. Wir werden es probieren mit, das ist eindeutig Erpressung. Also gut. Ah! Nicht so laut. Redekunst verbessert. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ich lasse euch ja schon rein. Moment, ich öffne eben das Tor. Dankeschön. Ich rate euch, dem Gerede der... Genau so reingekommen, du Flöde. So. Rifthorn entdeckt. Sprich mit dem Gesicht von einer zerplatterten Flasche. Oh. Sucht ihr hier in Maul. Nach Ärger. Ich bin nur auf der Durchreise. Was geht das euch an? Und ich habe keine Angst vor euch. Wir werden einfach mal sagen, ich bin nur auf der Durchreise. Er muss ja nicht wissen, was wir hier wollen. Ja, dann hört mal zu. Es gibt hier nichts zu sehen. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Fremder, der seine Nase in Dinge steckt, die ihn nichts angehen. Wer sind denn die Schwarzdorns? Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifthorn das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Schmutz, ja. Ich bin auch nicht gerade sauber. Das wäre wieder überreden. Hier, was könnt ihr mir sagen? 95 Goldstücke. Ich bin eigentlich nicht so gewillt, ihm Goldstücke zu geben. Und warum sagt ihr es mir nicht einfach kostenlos einschüchtern? Ha, der sieht nicht so aus, als ob er sich einschüchtern lassen würde. Ich gehe euch einfach aus dem Weg. Das nicht. Wir versuchen es einmal mit überreden. Dann seid ihr noch dümmer, als ihr aussieht. Schade. Ihr solltet gut auf euch aufpassen. Okay. Doof gelaufen. Naja, ist halt so. So. Was gibt's denn hier Schönes? Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier für eine Quest, die sich hier aufgetan hat? Sprich mit dem Gesicht zweimal einer zersplitterten Flasche. Aha. Diese Stadt geht hier wirklich an die Nieren. Bitte. Bitte, ich brauche nur einen Septim. Oh, Edda. Ich halte ja, es hin. Hier, nimm dein Goldstück. Vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Ach, vielen Dank, Edda. Bis zum nächsten Mal. Geschenk der Nächstenliebe erhalten. Sehr schön. Alles klar. Okay. Warum läufst du jetzt automatisch? Jetzt möchte ich dann... Oh, okay. Jetzt möchte ich eigentlich ganz gerne wissen, wie ich warten kann. Ah, mit T. Okay, wir werden mal... Wir haben fast 23 Uhr. 10 Stunden... 11 Stunden warten. Weil ich möchte, dass hier ein bisschen was auf dem Marktplatz los ist. Ihr werdet dann gleich noch sehen, warum. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was?
Bitte was? Ihr besitzt zwar Geld, habt davon aber nicht einen Septim mit ehrlicher Arbeit verdient. Das kann ich sehen. Woher wollt ihr das wissen? Oder mein Vermögen geht euch nichts an. Woher wollt ihr das wissen? Alles eine Sache der Einschätzung. Wie jemand geht, was er trägt, all das sind klare Signale. Mhm. Mein Vermögen geht euch aber nichts an, mein lieber Herr Brynjolf. Oh, das stimmt aber nicht. Geld ist mein Geschäft. Vielleicht hättet ihr gerne eine Kostprobe. Woran habt ihr gedacht? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Aha. Was muss ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Mardesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Warum soll ich Brandschei den Ring unterschieben und das Gesetz brechen? Macht ihr Scherze? Aber das interessiert mich schon. Warum soll ich Brandschei den Ring unterschieben? Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Aha. Sagt mir, wenn ihr bereit seid und wir legen los. Ja, also. Ich würde mal sagen, ich bin bereit. Fangen wir an. Gut. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Alles klar. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst ein Abo da, gebt einen Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Mal und